In den USA ist der Handel mit Bitcoin-ETF seit 2021 möglich. Investiert wird nicht in Bitcoin, sondern in Futures. Somit basiert der Handel auf dem zukünftigen Bitcoin-Wert. Seit 11. Januar 2024 sind Bitcoin-Spot-ETFs in den USA zugelassen. Diese bilden nun die reale Kursentwicklung ab. Dieses wird wegen der hohen Regulationshürden in Deutschland so schnell nicht möglich sein. Er kann also nicht direkt gekauft werden. Alternative: Bitcoin-Zertifikate, allerdings sind diese weniger gut abgesichert als ETF wegen des Kontrahentenrisikos. In den USA nehmen Vermögensverwalter inzwischen Kryptoquoten von 1-3% ins Portfolio auf. Andere Alternative: Blockchain-ETFs. Kryptowährungen beruhen in der Regel auf der Blockchain-Technologie. Daher profitieren Firmen, die diese programmieren. Blockchain-ETFs sind in Deutschland zugelassen, Bitcoin-Spot-ETFs nicht. Es ist also leider nicht direkt möglich, in Deutschland einen Bitcoin-ETF in sein Depot zu legen.